Hallo YouTubers und herzlich willkommen zur ersten Folge von Hashtag Abroad Report. Wenn ich das Video hier irgendwie gerendert kriege, seht ihr das dann auch, was ich gerade sehe als Bild. Auf jeden Fall ist es als Thumbnail dabei. Mit Folge 1 Ankunft in England. Die Aufnahme habe ich schon am Freitag gemacht und zwar dreimal und OBS will auf meinem Surfbook das billige Teil nicht so richtig laufen, warum auch immer. Das Maximum waren 10 Minuten Aufnahme und ich habe bei der ersten Aufnahme 30 Minuten gebraucht. Und mittlerweile sind ein paar Tage mehr vergangen. Stimmt, es war sogar am Donnerstag. Freitag war ja erst Schule. Naja, auf jeden Fall bin ich seit Dienstag hier und ihr kriegt jetzt live, was heißt live, ihr kriegt von mir zu hören, was ich die Woche erlebt habe, weil ich gerade hier am Sonntag, heute ist der 1.10., ein bisschen Ruhe habe, das Haus für mich alleine. Ach, gemütlich. Stimmungstief habe ich gerade auch drin, denn ich habe vor einer halben Stunde mit Junior gesprochen, für ein, zwei Minuten, eigentlich sogar dreieinhalb, naja. So, aber das ist nicht wichtig, jetzt geht's um andere Dinge. Tja, am Dienstagmorgen um 5 klingelte der Wecker, noch in Dresden, und es hieß, ja, aufstehen, schnell was essen, Kühlschrank war ja schon abgetaut und so weiter, alles abgeschalten, also irgend so ein Porridge, Hafer, Drecks, fertig, instant aus der Plastiktüte. Habe auch bloß eine halbe Tasse gegessen. Und 6 Uhr wollte ich schon losmachen. Habe mir aber Zeit gelassen bis 6.30 Uhr. Weil ich ja, erst um 8 Uhr fliege. Oder zumindest dachte ich das. Und noch vergnügt Fernsehen geguckt. Um die Zeit kam nichts. Schrecklich. Naja, also aufgemacht zum Bahnhof Mitte war das, glaube ich. Und dann von dort aus weiter zum Flughafen. Und dort erstmal Flughafen von innen gesehen. War jetzt auch nicht so weltbewegend, ne? Bloß rein, Check-in hatte ich ja schon online gemacht, das ist sowieso Standard mittlerweile. Ich berichte euch übrigens jetzt, was die ganze Woche war. Und wir werden das einmal die Woche machen, das sage ich schon mal von Eck. Wenn ich dazu komme. Internet habe ich ja hier auch, mehr oder weniger. Ja, Flughafen, das Gepäck bloß abgegeben und ich habe schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen innerlich. Ist das wenigstens maximal die 25 bis 30 Kilo, die ich darf? Ach, das waren am Ende sogar bloß 50,8 Kilo, glaube ich, der Koffer. Ein Koffer und das Handgepäck noch zusätzlich. Im Handgepäck war Mikrofon und so. Uninteressant, weil den Koffer habe ich dort abgegeben, quasi unten am Eingang. Und ja, der geht weiter aufs Fließband und die kümmern sich. Und ich habe mich gefragt, ob ich den dann irgendwann in London wiedersehe. Denn ich habe einen Zwischenstopp in Düsseldorf. Ich war mir nicht mehr sicher, ob der überhaupt bis dahin kommt. Bin übrigens mit Eurowings geflogen. Tolle Erfahrung, dazu kommen wir gleich noch. Naja, weiterhin zum Sicherheitscheck. Der war unterhaltsam, weil ich bin auch relativ problemlos durchgekommen, aber beim Gepäck haben sie festgestellt, ne, was ist das? Was ist das? Da ist einer mit gebrochenem russischen Akzent, um es mal nett auszudrücken. Stand da und ja, irgendwie unterhaltsam das Ganze. Denn die wollten nicht etwa irgendwie mein Notebook oder sonst was wissen oder ob da irgendwas zu verzollen. Nein, die wollten wissen, ob das Mikrofon nicht leicht Sprengstoff ist. Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig, das Ganze, aber gut. Soll mir aber rechtens sein. Oh, Entschuldigung, ich muss mal kurz meine Audacity Taskbar irgendwie, naja gut. Denn mit OBS kann ich nicht aufnehmen, wie gesagt. Jetzt muss ich mit Audacity nehmen und das Ganze dann irgendwie rendern und, oh Gott. Falls auch jemand von euch ein Alternativprogramm zu OBS kennt, das funktioniert, vorzugsweise in 32 Bit, sagt Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Naja, der Sicherheitscheck meines Mikrofons sah so aus, da kam dann eine Frau, hat sich das 3 Sekunden angeguckt, irgendwo dann Scanner gelegt, fertig, gut ist. Naja. Und dann waren wir im Sicherheitsbereich des Flughafens. Relativ einfach. Und ich habe schon überlegt, ob ich laut Allahu Akbar schreie, aber das habe ich mir dann doch verkniffen. Einfach mal aus Spaß gucken, wie schnell die reagieren. Aber die sahen da alle nicht so ganz so lustig aus bei der Sicherheitskontrolle. Also dachte ich mir, lass mal was. Naja, auf jeden Fall ich da in der Sonne gesessen, hatte ja noch fast eine Stunde Zeit bis zum Abflug. Am entsprechenden Gate war ewig 3 Tage keiner, erst 5 Minuten vorher. Den Flieger konnte man da schon sehen, die ersten sind ausgestiegen. Und dann ging endlich das Boarding los und man saß dann irgendwann im Flieger. Sitz A30 hatte ich, das weiß ich noch. Nein, 30A, so. Und ja, hat gewartet und gewartet und gewartet. Der Flieger hatte nur 10 Minuten Verspätung. Naja, kann man mitleben. Und dann ging's los, wir rollten so langsam Richtung Startbahn. Der Flieger war bloß halb voll von Dresden nach Düsseldorf. Und ich wusste ja, ich bin jemand, der keinerlei Balance hat, kein Gleichgewichtssinn. Also werde ich, der ich sowieso schon halb klaustrophobisch veranlagt bin, mit Sicherheit flaues Gefühl im Magen haben.
Ja, anfangs war es ein bisschen Nervosität, wie immer, aber ich wusste, sobald wir wirklich fliegen, wird es wirklich schlimm. Und ja, dann kam er so langsam aufs Rollfeld und dann blieb er stehen und hat langsam mal die Turbinen hochgedreht. Man hört den Sound, man bewegt sich nicht, aber es wird stärker und stärker der Druck und dann auf einmal bremst er aus und wumm geht's los und 100 bis 200 Meter, bis man anfängt, den Boden unter den Füßen zu verlieren, buchstäblich. Und ich habe jeden Millimeter Anstieg und Abstieg immer wieder während des gesamten Flugs gemerkt. Aber es ist lustig, man sieht so, wie die Häuser unter sich immer kleiner und kleiner werden und die Wolken über sich immer größer und größer. Und irgendwann fliegt man durch die Wolken und dann ist man über den Wolken. Was ein durchaus faszinierender Anblick ist, muss ich sagen. Es ist wie so ein Wattemeer. Und die Tatsache, dass ihr das hier hört und vielleicht schon auf Twitter mitbekommen habt, ich bin ja offensichtlich nicht gestorben, also sind wir sicher gelandet irgendwie. Naja, das ist so nicht so mein Vergnügen, der Flug. Eine Stunde später dann irgendwann Landung in Düsseldorf. Düsseldorf heißt, man sieht schon zu Beginn der Stadtüberfliegung den Flughafen und muss aber erstmal einen riesengroßen Bogen um die ganze halbe Stadt fliegen, um in der richtigen Richtung ins Rollfeld. Oh Gott. Aber es war auch schön mitzukriegen, weil kaum sind wir dort gelandet und runter vom Rollfeld war schon der nächste Flieger, der gerade landet. Also das geht dort wirklich im Minutentakt. Man sollte ja nicht darüber nachdenken, wenn man fliegt. Gelesen habe ich uns. Wo ist das? Philosophen, deutschsprachige Denker. Faszinierendes Buch. Vor allem, wenn man über Schopenhauer, Hegel und Co. liest. Aber es hält ein bisschen davon ab, durchzudrehen. Tja, wenn ich jetzt ein vernünftiges Renderprogramm hätte, das laufen würde, denn auch meinen Renderer kriege ich auf meinem 32-Bit-Notebook nicht installiert, das habe ich vorher nicht bedacht, dann könnte ich euch jetzt ein Video davon zeigen, das ich mit dem Handy gemacht habe. Schade, schade, schade. Naja. Düsseldorf noch erstmal nachgefragt beim nächsten Eurowings-Schalter. Übrigens, im Bus dann bis zum Terminal gefahren und so weiter. Ja, man wird vom Flieger mit dem Bus abgeholt, fährt dann 5 Minuten rum. Dann läuft man im Terminal rum und erstmal nachgefragt, ist mein Gepäck hier angekommen? Wird es in London an? Ja, es kommt an. Geglaubt habe ich das dann immer noch nicht so ganz. Ich hatte leichte Skepsis, aber naja. Ich stehe übrigens gerade, weil es hier ein bisschen unpassend ist, zu sitzen in meinem kleinen Raum. Nicht das allergrößte von der Welt, aber man kann leben. Ja, und dann habe ich dort in Düsseldorf erstmal noch ein belegtes Brötchen geholt im Flughafen. Das hat natürlich länger 3,50 oder so gekostet. Noch Euro die Preise. Dann geht der Weiterflug nach London, der auch ähnlich ablief, aber man hat beim zweiten Piloten gemerkt, der ist offensichtlich schon etwas übermüdet oder der ist nicht so gut wie der erste Pilot, der von Dresden nach Düsseldorf geflogen ist, denn der hat wesentlich öfter mal eine Neigung gemacht und eine Steigung und ständig einen Steig und Sink und was weiß ich flug. Also irgendwann erreicht man noch eine gewisse Höhe und fliegt auf der einfach weiter. Warum immer hoch und runter? Macht bei mir keinen Sinn. Denn Unwetter oder so hatten wir nicht wirklich und große Turbulenzen auch nicht. Wobei ich natürlich jede kleinste Turbulenz gemerkt habe. Boah, ging mir das im Magen rum. Ich freue mich schon richtig auf den Rückflug. Naja, es war zu überleben, trotz der Schrägneigung von 45 Grad. Ich sitze ja direkt mit Ausblick auf den Vorderflügel, auf den Flügel und wenn der Flieger dann so 45 Grad sich nach links dreht und man eigentlich schon den Kopf in der Höhe des Schoßes der Nachbarin hat, die übrigens äußerst lange Beine hatte, wie ich feststellen durfte, viel Beinfreiheit ist da nicht, wenn da 3 Leute auf 3 Sitzen sitzen, das kann ich ja jetzt schon verraten. Aber es ging und ich habe es überlebt. Ja, dann haben wir dort noch gewartet und ich meine, von Düsseldorf nach London, bevor wir überhaupt den Flieger konnten, mussten 3 Busse die Leute bis zum Flieger bringen. Ich meine, den Kilometer wäre ich überlaufen, das ging schon, wäre schneller gegangen, aber gut. Also es war ein Bus nur zur Verfügung, ne? Der ist 3 Mal nur hin, ja, und deshalb haben wir 30 Minuten Verspätung dort gehabt. Und dann waren wir in London, sind dort ausgestiegen, mit dem Bus erstmal vorgefahren worden. Der fuhr nur 10 Minuten beim Terminal rum, bis er endlich mal stehen konnte. Obwohl, vielleicht bloß 5 Minuten. Und dann ist man tatsächlich 5 bis 10 Minuten im Flughafen gelaufen, bis man endlich zum Check-in gekommen ist. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich laufe da geradeaus dann hoch, dann nach rechts, dann geradeaus den Gang, dann wieder runter 2 Treppen. Dann gehst du. Ich glaube, ich bin dort 4, 5 Mal eine Etage hoch und runter gelaufen, bevor ich irgendwann mal dorthin kommen wollte, wo ich wollte. Nämlich bei einer Ausreise. Jesus Christ. Das ist ein elendig langer Flughafen. Und das mit Rollbahn, ne? Das ist also unglaublich. Ja, dort habe ich dann mein Pack abgeholt, habe festgestellt, dass sie es auf die falsche Seite getan haben, vorne, wo glaub, mein Schuhputzmittel und so weiter drin war. Mein Duschgel habe ich nicht mehr wiedergefunden in dem Koffer. Vielleicht haben sie das rausgenommen, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich duscht das nur nichts für den Flug nach England, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, trotz einiger Flecken am Koffer, alles soweit in Ordnung.
Und dann zur Ausreise konnte man sich auswählen, an welchen Schalter man geht. Ich hatte schon die Angst, dass ich da auch wie die anderen, die dort rumstanden, an so Ständen Papiere ausfüllen müssen. Aber es war für die Nicht-EU-Flieger, Gott sei Dank, einfach an denen vorbeigehen. Man fühlt sich gleich so VIP, bisschen so ein bisschen Premium. Und dann das Premium-Gefühl ging weiter, weil ich bin an den Leuten, die nur mit dem Ausweis gekommen sind, gleich vorbei rüber zur Reisepasskontrolle. Die kann man nämlich selber digital machen. Zack, einfach unter das Gerät halten und draußen ist man. Und die Freiheit ruft. Bis man wieder 2 bis 3 Kilometer durchs Gebäude rennt, sich eine Heathrow-Expresskarte holt, von der man vom Flughafen bis zur nächstbesten Station, U-Bahn- und Zugstation in London kommt. Das ist London, Paddington. Fahrtstrecke von etwa 15 Minuten, kostet ein bescheidene 23 Pfund. Naja. Von London Paddington habe ich mir erstmal meine 1625 Railcard geholt. Damit kriegt man in Zukunft in allen Zugstrecken ein Drittel Ermäßigung. Die kostet alleine schon 22 Pfund. Wir reden von Pfund. Was das Pfund in Euro ist, könnt ihr mal auf Google nachvollziehen. Da waren also die ersten 50 Pfund schon weg in London. Und ich habe noch nichts erlebt, nichts gesehen, nichts gemacht. Dann noch die Strecke bis zu der Kleinstadt, in der ich bin. Nochmal ein paar 20, und das ist schon der ermäßigte Preis, wohlgemerkt. Aber naja, also von London Paddington nach London King's Cross mit der U-Bahn, da musste man auch erst gucken, welche. Es war lustig, weil ich stand da an dem Plan und habe geguckt, welche könnte das sein, habe doch die nächstbesten Touristen gefragt, die daneben standen, das waren übrigens Kanadier. Und die dachten, ja, so und so, müssen wir mal gucken. Und ich habe dann, naja, der Plan tollt und beide Linien fahren mindestens bis Liverpool, wo die hin wollten, ich will vorher raus. Und also Liverpool Street, U-Bahn London. Und dann habe ich gesagt, das müsste schon klappen. Und die haben gleich gedacht, wer erklärt hier eigentlich wem den Plan? Das ist lustig gewesen. Also man hat den ersten Tag gleich mit Humor genommen, trotz den ganzen Tag unterwegs sein. Und naja, von dort aus dann weiter mit dem Zug von London King's Cross nach Cambridge und von dort dann nochmal weiter mit dem nächsten Zug. Aber mir gefallen, muss ich sagen, die Züge haben so ein lustiges kleines Feature. Schon wenn man reinkommt, gibt es da so eine Gepäckablagefläche für Touristen und so weiter. Das heißt, das ist etwas, was man in deutschen Zügen durchaus einführen könnte. Ne? Gerade bei Kurzstrecken, wenn ich mich zurückerinnere, am Montag, nee, am letzte Woche, Freitag oder was, bin ich am Samstag schließlich von Dresden nach Bautzen, also mit so einem hässlichen Oleg, was auch immer, TLX Express, was auch, also quasi 2 Abteile so gefühlt und 100 Leute oder so drin, das ist kein Vergnügen. Da steht jeder mit seinem Gepäck quasi schon übereinander. Naja. Und die U-Bahn sowieso das Coolste, weil an jeder Station wird einem laut angesagt, an welcher Station man ist und in welcher Linie man sich befindet und wo die hinfährt. Das würde ich mir für die Straßenbahn in Dresden auch wünschen, sowas. Schon damit ich die anderen Fahrgäste nicht hören muss. Aber das ist okay. Also, ich habe es überlebt. Und irgendwann kam man ja Gleichstand an, 15:30 Uhr Ortszeit. Also englische Ortszeit und ich bin früh um 6 losgeflogen, also ihr müsst eine Stunde mal hinzufügen. Und ich war also schon 10 Stunden unterwegs. Ich habe dann noch eine Dreiviertelstunde gewartet, bis diejenigen, bei denen ich wohne, mich abholen. Da wollte ich dann gerade anrufen, weil ich dachte, ist meine SMS angekommen? Stimmt das mit der Vorwahl? Für England muss man 0044 RFV eingeben. Und ich rufe gerade so an und die sagen mir, ja, hallo, ja, wir stehen direkt vor der linken schon. Da musste ich da lachen. Das sind ganz liebe, nette Leute. Haben auch ein bisschen Humor. Haben Portion Sarkasmus auch und so. Ironie klappt schon. Und dann fährt man so 20 Minuten bis raus von der Stadt, in der ich arbeite. So Kleinstadt, 40, 50.000 Einwohner. Ganz nett. Dazu kommen wir aber noch zum Reisebericht. Und dann ab in das Dorf, auf dem wir leben. Da leben knapp 2000 Leute. Das merkt man auch, dass es ein Dorf ist. Das ist quasi eine lange Straße und überall gehen wir kleine Nebenstraßen ab, wo die Häuser sind. Und dann waren wir bei deren Haus. Grundsätzlich erstmal 2 Etagen mit irgendwo. Geht so. Ich habe hier mein Zimmer. Gegenüber ist die spanische Studentin. Die Holla, die Waldfee, genau mein Typ ist. Süßes Ding. mit der ich mich ziemlich gut verstehe. Das hat mich sehr überrascht, gleich auf Anhieb. Wir müssen uns ein Bad teilen, vielleicht liegt das daran, keine Ahnung. Tja, lief alles ganz gut. Am ersten Tag gab es gleich mehr Essen gratis. Und ne, dann muss man gucken, Kautionen hinterlegt man ein bisschen. Wie machen wir das mit der Miete und die Regeln? Und wenn ihr nicht wollt, könnt ihr natürlich jederzeit gehen und so, aber ich denke. Wenn die mich nicht rausschmeißen, ich habe keinen Grund, jetzt hier weg. Ist zwar blöd, immer vom Dorf dann in die Stadt reinzufahren jeden Tag, aber meistens werden die mich mitnehmen können. Die arbeiten nämlich auch an der Schule, sind beides Lehrer der Schule, an der ich bin. Naja, wird schon klappen, denke ich. Wenn nicht, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Ne? Ich nehme das nochmal vorne weg. Wir werden hier wöchentlich das Format bringen, wenn es klappt. Mit dem Rendern und so weiter. Wenn nicht, lade ich das hier als MP3 hoch, ob es da ein Hintergrundbild gibt oder nicht, ist mir das auch wurscht.
Ja, abends dann geschlafen oder so. Ich meine, zum ersten Mal geschlafen ohne einen lauten Nachbar. Und früh morgens hat mich da auch keiner mit Gewalt geweckt oder so. Es war echt angenehm. Bis jetzt doch toll, geht schon. Es sind natürlich relativ dünne Wände, also man hört das, wenn die nebenan ins Bett gehen und so weiter und so fort. Oder unten drunter noch Fernsehen hören oder was auch immer, aber es geht schon. Es ist auf jeden Fall ruhiger, als ich es gewohnt bin. Ist zwar was anderes als jetzt die letzten 12 Jahre, ja, 12 Jahre für sich zu leben. Ja, plus minus Frauen gesucht. Aber ja, ging schon. Ist schon ganz, ganz in Ordnung. Obwohl ich natürlich am ersten Tag abends wirklich nicht mehr viel gegessen habe und das ging noch bis Samstag, ja, bis gestern, vorgestern so. Wobei ich gestern schon relativ ordentlich gegessen habe, heute auch wieder. Ob wir heute noch essen, das weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Ist jetzt übrigens 16:54 Uhr meine Ortszeit, also ist es für euch gleich 18 Uhr. Schrägstrich zum Aufnahmezeitpunkt, das muss dann hochgeladen werden und. Habt ihr am Sonntagabend eine schöne Unterhaltung. Das nächste Mal mache, bemühe ich mich, dass es eher da ist. Schon am Vormittag aufnehmen oder so. Ja, dann ist der Mittwoch und ich bin mit ihr. Wenn ich ihr sage, meine ich jetzt immer die spanische Studentin nicht. Genauso wie wenn ich ihr sage. In die Stadt reingefahren. Wir mussten, haben einen Termin bei der Bank. Haben uns erstmal ein bisschen so die Stadt angeguckt. Natürlich ist genau Mittwoch der Markttag. Da ist aber ganz schön was los gewesen. Und wie gesagt, die meisten Preise in England sind natürlich überdimensional hoch. Also so ein Markt, so ein Stück Brot zu holen, so was kaum ein Kilo ist, das hätte schon 4 bis 5 Pfund gekostet. Und das wäre trotzdem dieses britische, weiße, wapplige. Ich. Eisenseele, ich weiß ja, dass du dir das anhören wirst. Wie zum Teufel hältst du das aus, längere Zeit in England zu überleben? Also als Deutscher ist man doch sein dunkles Brot gewohnt. Ich werde mit Sicherheit zum nächstbesten Bäcker. Irgendwen soll es in der Stadt geben, der das macht. Das ist mir egal, der Preis, das hole ich mir. Also ewig diese weiße, papprige, plappige. Nee. So, jetzt erstmal das Mikro näher ranholen, damit ich sitzen kann. Und ich wollte gerade sagen, was haben wir denn hier für Störgeräusche? Und ja, dann wollen wir noch essen gehen. Das, ne, wo geht man als erstes hin zu zweit, wenn man in England ist? Natürlich ganz klassisch in die nächste Pizzeria. Die übrigens alles andere als billig war, aber das ist geschenkt. Auf jeden Fall hat es geschmeckt, ich konnte eine halbe Pizza essen. Das hätte ich am zweiten Tag nicht erwartet nach dem Flieger, denn so richtig nach Essen war mir wirklich erst ungefähr gestern. aber es lief und ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Wir haben uns die Ruinen vor Ort angesehen, so eine alte Kapelle. Da stehen wirklich nur ein paar Grundrisse und ein paar Mauern und eine Säule irgendwo rum. Das sieht ganz hübsch aus. Werde ich bestimmt in nächster Zeit nochmal sein, mache ich ein paar Fotos von, kann ich am hinterher, wenn ich wiederkomme, ein schönes Video draus rendern oder so, mal gucken. Oder einen Gesamtreisebericht machen, wenn ich wieder da bin. Mal schauen. Obwohl, ja doch, ist ja mitten im Semester, dass ich verpasse, also was soll's. Ich muss verdammt nochmal Rundfunkgebühren zahlen, obwohl ich. Ach, das ist unglaublich. Ich bin Student. Ich habe nicht mal BAföG. Diese Arschlöcher. Ne, was soll's. Habe ich das laut gesagt? Ja. Was haben wir noch gemacht? Ja, da waren wir einkaufen ein bisschen. Tesco heißt der Markt hier, der häufigste. Ist ganz okay, kann man mit leben. Erinnert so ein bisschen an eine Mischung aus Kaufland und Aldi. Teilweise die Preise ein bisschen überzogen, teilweise ganz billig. Ich glaube, ein Kilo Pasta habe ich für einen Pfund gekriegt. Das wäre in Deutschland auch nicht billiger. Dann habe ich noch irgendwie einen Pfund unter was Preisnachlass bekommen, weil, keine Ahnung, ich 4, 5 Hausmarken gekauft habe oder so. Also blicke ich noch nicht ganz durch. Ist mir auch egal. Es war ein Pfund billiger. Freut mich. Ich meine, Einkauf für 20, 22 Pfund ist ja trotzdem schon. Naja, und das war dann der Tag, an dem wir erstmal Gassi gehen mit der Bushaltestelle waren, weil wir diese bu britischen Buspläne noch nicht durchschauen. Die haben nicht etwa wie wir eine Linie, die von A nach B fährt und das zu bestimmten Zeiten. Nein, der Bus, der da hin und her fährt, der fährt wirklich erst die Linie ab, dann die Linie ab. Dann, das heißt, die wechseln die Linien hin und her, wie sie gerade lustig sind. Das soll wohl so eine Art Rationalisierungsplan sein. Es ist auf jeden Fall beschissen, weil so haben wir gerade in den Plan geguckt, als unser Bus an uns vorbeifuhr und da haben wir schon eine Stunde gewartet und wir wissen schon, ja, der nächste kommt in einer Stunde. Also hoch zur Bushaltestation laufen, damit wir quasi zum Busbahnhof, damit wir ein bisschen Bewegung haben und dann dort festgestellt, 40 Minuten. Also wir hätten 2 Stunden eher da sein können. Und das ist, nachdem wir einen Termin in der Bank hatten, wo ich drinnen auf sie gewartet habe und sie draußen auf mich, wo auch noch eine Stunde. Also, wir hätten locker 2, 3 Stunden eher da sein können, gefühlt. Naja, was heißt's. Donnerstag haben wir uns dann
ein bisschen das Dorf angeguckt, Stadtbibliothek und so. Wollten eigentlich zu einer Windmühle vor Ort, die es ja wohl geben soll. Dachten uns, da sind wir nie hingekommen, aber wir haben die Straßen gesehen und so. Ganz netter Park gleich in der Umgebung, aber der Weg bis zur Bushaltestelle ist knappe 10 Minuten und schöner Rasen, großes Fußballfeld quasi, grüner Rasen, zwei Tore stehen da rum und daneben Kinderspielplatz quasi und so. Also ganz nett, die Leute gehen da mit den Hunden vorbei. Alles an sich eigentlich ganz okay, aber ich habe Befürchtung, im Winter ist das echt alles andere als schön, da durchzulaufen und die Beleuchtung dort auf dem Feldweg ist auch nicht so ganz gut, siehste. Also ich fürchte, meine Schuhe werden hier nicht sehr lange durchhalten und die sind frisch gekauft, die Lederschuhe, verfluchter Mist. Naja, dann müssen wir schauen. Ja, Freitag dann Termin in der Schule, wo wir die Einleitung hatten, unseren Stundenplan bekommen haben, eine kleine Führung durch die Fremdsprachenbereiche, sind 5 oder 6 Räume. Also die machen hier tatsächlich Französisch als erste Fremdsprache und dann Deutsch oder Spanisch als zweite Fremdsprache. Das erklärt dann auch, warum das Niveau verhältnismäßig niedrig ist. Da sollte man dann vielleicht nicht mehr ganz so kritisch sein, wenn man bedenkt, die haben ihre Sprache, die haben eine Fremdsprache mit Französisch und dann kommt noch was oben drauf. Da ist klar, dass die, wenn die in der 7. Klasse damit anfangen, jetzt noch nicht so hoch sind, obwohl die im Vorfeld ja schon 5., 6. so irgendwie mal angeblich gehabt haben sollen, aber die Lehrer auch schon gesagt, nee, wir fangen hier eigentlich immer bei Null an. Also so richtig vorbereiten tun die nie in der quasi Elementary School, quasi Grundschule bis 6. Klasse. So würde ich mir das übrigens in Deutschland wünschen. Sehr viele nette Leute da. Der Ali und so weiter, die Tunesier und so weiter. Also ich arbeite mit sehr vielen interessanten Leuten zusammen. Übrigens verhältnismäßig junge Leute, fand ich auch interessant. Also wenn man in der deutschen Schule reinschaut, ich war es gewohnt, da sind immer alles alte Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Die Schulen rüsten ja oben so nach dem Motto. Ich meine, in meinem Praktika in den letzten 4 Semestern habe ich auch gesehen, dass verhältnismäßig viele Junge da eingestellt werden. Logisch, so, wer soll die Leute sonst nehmen, wenn nicht die Jungen? Ja, und Stundenplan läuft ganz gut. Ich habe ein 2-Wochen-System, Woche A und B. In der ersten Woche habe ich quasi einen Freitag frei, in der zweiten den Montag. Das heißt, ich habe dann alle 2 Wochen verlängert das Wochenende. Das ist ganz praktisch, weil so kann ich meine Stunden vorbereiten und ich muss ja auch noch mehr einen Job suchen. Stand jetzt ist die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Job im Pub nehme. Wird nicht sonderlich gut bezahlt sein, aber aus wenigstens ein paar Pfund in der Tasche, dass ich wenigstens den Flieger nach Deutschland mir leisten kann, hin und zurück, ne? Zwischenzeitlich, um Junior zu sehen. So viel zum Thema Zahl auch Unterhalte. Ich habe kaum genug, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten, geschweige denn, mir ein neues Paar Schuhe zu holen. Naja. Also ich werde unter nicht allzu viel Freizeit leiden die nächsten 8 Monate, so viel ist mir sicher. Naja, das Leben ist eben kein Ponyhof oder so ähnlich. Und nein, ich spiele kein Star Stable. Mein Notebook verkraftet keine Spiele, deswegen gibt es auch keine Let's Plays. Bin schon froh, wenn ich hier aufnehmen kann und das irgendwie hochladen. Also wenn ihr das hier online seht, dann muss ich schon ein kleines Meisterwerk verbracht haben. Ja, das wäre der Freitag gewesen. Sie und ich, also die beiden Studenten, die Fremdsprachenassistenten, kochen meistens zusammen und so weiter. Da habe ich gelernt, Spanier, sie kommt übrigens aus Katalonien, ne? Aktuell in den Nachrichten mal reinschauen, da wisst ihr, was los ist. Magst du überhaupt gar keine scharfen Gewürze und sowas? Und auch sonst, sie haut auch nur ganz wenig zusammen, 3, 4 Zutaten pro Gericht, alles andere ist schon zu viel für sie. Finde ich interessant, kann ich mir aber anpassen. Und kriege ich auch hin, weil zur Not, ne? Sowas wie Pasta vorkochen, und dann kann man immer noch teilen, jeder haut sich nach sein eigenes Zeug drauf zu. Und dann streiten wir uns immer drum, wer macht den Aufwasch, nach dem Motto. Wir haben zwar Geschirrspüle auch alles und so, aber wir können das nicht sehen, diese stapelweise Tasten und so weiter. Ich meine, die wohnen im Haus, haben viel Stress, die Leute und so weiter. Das ist klar. Freitag kam nur noch, war das Freitag schon? Ja, Freitag kam nur noch der Sohn, der Jüngste, glaube ich, der in London irgendwie arbeitet, um demnächst da zu studieren. Ja, da kann man dann schon verstehen, dass der lieber zu Hause ist das Wochenende. Also ich weiß nicht, was der da zahlt für Mieten. Ich glaube jetzt schon 500-600 Pfund oder so. Kein Wunder, dass der arbeiten geht die ganze Zeit. Und das ist, glaube ich, noch vor dem Studium. Ist aber auch ein netter Kerl. Ja. Gleich zur Politik, so, ne, um Gottes Willen, bloß nicht noch mehr AfD, Le Pens und UKIPs und so weiter. Ja, cooler Typ. Über den Brexit schlagen die hier übrigens alle die Hände über den Kopf zusammen und fragen sich, wer ist, warum, weshalb. Eine Lehrerin da, die Fremdsprachenleiter, hat auch gesagt, ich versuche den Leuten nochmal zu erklären, wir verlassen nicht Europa, wir verlassen die Europäische Union. Und selbst das will hier keiner. Ich glaube das sofort. Aber irgendwann muss es ja gewählt haben. Naja. Ja, Freitag war sonst nicht so viel los. Wir haben es abgeholt, Bücher gekriegt, durchgelesen schon mal so. Was haben wir denn gestern gemacht? Gar nicht viel.
Sie war draußen ein bisschen im Park gelesen. Danach waren wir nicht, auch wenn das Wetter noch halbwegs stabil ist, heute regnerischer. Bisschen meine Unterlagen sortiert, Mails gelesen, Let's Plays geschaut, haha. Ich mache mir immer Sorgen, irgendwas ist immer schnell alle. Der Akku meines Notebooks oder der meines Handys gerade. Na, ich hätte vielleicht doch einen zweiten Adapter mir holen sollen, aber mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich meinen Amazon-Account auf England die Adresse umstellen kann und ob das dann so zählt oder nicht. Wir werden sehen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Erfahrung dazu habt. Dann spare ich mir nämlich erhöhte Liefergebühren und sowas. Weil so ein Adapter Nummer 2 da wäre echt ganz praktisch. Einfach irgendwo anschließen, ist gut. Ja, und jetzt Sonntag, relativ ruhiger Tag. Die sind früh losgefahren, weil sie ist in London, da ist so ein Begegnungstreff, das ich nicht mache. Das wäre bei mir am Donnerstag, glaube ich, gewesen. Und wäre irgendwo in Manchester und ich fliege von Ostengland, ja, also leg die Deutschlandkarte drüber, da wo Dresden ist, wo ich herkomme, da bin ich jetzt quasi in England, so nach dem Motto, ziemlich weit östlich. Da fahre ich nicht bis nach Manchester. Um ein Begegnungstreffen und da steht schon in der Mail drin und danach mal gehen wir einen Pub besuchen. Wisst ihr was, saufen kann ich auch alleine. Um irgendwelche Studenten quer durch Deutschland, die ich eh nicht kenne, also ich meine, ich habe nichts gegen Socializing, ich werde hier sowieso ständig aktiv sein, aber nee, das muss wirklich nicht sein. Naja, also, und Aufgaben gemacht und so. Ich habe noch eine Hausarbeit zu schreiben, ne? Ich habe ja auch extra eine Verlängerung gebeten, für die ich mir SPSS installieren können müsste, was auf meinem Notebook nicht läuft. Und wenn das in der Schule nicht ist oder so, ich muss mal mit dem IT-Profi reden vor Ort. Da läuft alles mit Scanner, Einscannen und Fingerabdruck, wenn du dein Konto und das Essen dort ist nicht schlecht, obwohl original British Sausage, das ist so wie so gekochte tote Oma oder so. Ich bin runtergewürgt aus Höflichkeit. Haben sie auch gleich ausgegeben an der Schule und gesagt, ja, kommt, ihr seid den ersten Tag hier, geben wir euch erstmal das Essen aus und so. Ist schon ganz nett. Also Schulregeln sind, oh, wir haben gleich ein Social Media, ich darf über Social Media eigentlich über gar nichts reden, nach dem Motto, man darf es, aber man muss aufpassen. Ich sage euch ja nicht, an welcher Schule ich bin und so weiter und so fort, deswegen ist das harmlos, aber also man liest das auch an manchen deutschen Schulen, aber da hat man gelernt, lass die Leute einfach ihr Smartphone haben und gut ist es. Wenn selbst die Lehrer vermeintlich kein Smartphone haben dürfen und die HR, also die Personalchefin schon, während sie sich mit uns unterhält, das Handy die ganze Zeit beep beep macht, auf dem Tisch liegen, naja, gut. Die nehmen es alle nicht so genau. Aber ansonsten ist eigentlich alles ganz gut. Ich schlafe jetzt seit ein paar Tagen. Verhältnismäßig gut. Ich bin zwar trotzdem wie gewohnt immer um 2, 4 was rummache, aber danach war ich, glaube ich, bis erst nur einmal wach und das war 2 Unter was oder so. 8 Uhr wach geworden, noch ein bisschen Nachrichten gelesen, dann erst um 9 raus aus dem Bett oder so. Formel 1, wäre ich gleich aufgestanden, hätte ich das Formel 1-Rennen heute nicht verpasst. Naja. Womit wir beim Thema sind, weil ich bin jetzt schon mal Sonntag und der Tag endete jetzt bei mir so, weil es jetzt 17:06 Uhr, dass ich vor einer Stunde mich mit Junior unterhalten konnte, für 4 Minuten, 3,5. Danach erst mal 10 Minuten geheult habe, oder besser gesagt versucht, das nicht zu tun, weil ich meinen Kleinen ziemlich stark vermisse. Habe ich mir vor, dass ich ihn überhaupt zu sehen kriege, das ist schon mal ein Anfang. Dass der natürlich ein bisschen habbelig ist, aber gut. Ist ja nicht gewohnt, da still zu sitzen, aufs Handy zu gucken. Aber er ist süß. Ist ja auch der süßeste Junge auf der Welt. Jetzt warten bis nächste Woche. Das ist die erste Woche erst hier und ich bin jetzt schon fertig davon. Das ist Wahnsinn. Naja, das ist ein anderes Thema, dass ich an anderer Stelle mich drum kümmere, nicht drüber rede. Ja, jetzt will ich mal gucken, ob ich heute noch was esse. Vorhin mein Mittag noch gegessen. Hat sich schon so Wäsche gewaschen hier. Kann man hier auch alles hier machen. Wäsche trocknen haben sie auch. Ja, hat ziemlich gut funktioniert, aber da war ich dann überrascht. 3 Stunden braucht der. Was haut denn hier nicht hin? Also im Eco-Modus. Ne? Und ja, wie werden wir die Videos machen? Einmal die Woche. Ich werde mich bemühen, dass ich die Sonntagvormittag aufnehme. Dass ich sie Mittag hochladen kann. Und am Ende der Videos rede ich über Gott und die Welt und über Nachrichten, was auch immer. Liebe Grüße, ich gehe auf eure Kommentare gerne ein, wenn es welche gibt. Ihr könnt Vorschläge machen. Was soll man machen, wenn man in England ist? Geh Fisch und Chips essen. Ich weiß, werde ich machen. Und mach dies und das. Gerade Eisenseele kennt sich ja aus mit England. Vielleicht ihr auch, macht schon mal hier. Oder generell, was sollte man im Ausland machen, gerade wenn man längere Zeit da ist? Dann gebt einfach mal ein paar Tipps. Ich höre mir das an und werde drüber nachdenken. Und wenn ich es gemacht habe, kommentiere ich es. Also jetzt werde ich in diesem Abroad Report, der Name ist cool, finde ich, einmal die Woche bringen. Dann rede ich über die Woche, was war, wie es ist, so eine Art Vlog-System ohne Video, ohne V. Eigentlich ist es ein Audio-Log, ist ein A-Log. Ja, denn der nächste Folge wird dann die sein, wie der Unterricht in der Schule lief. Ne? Montag habe ich frei. Ja, gut.
Und Dienstag geht es dann gleich am Tag der deutschen Einheit los. Das ist ja, das wird lustig. Obwohl ich Dienstag auch bloß eine einzige Stunde habe. Die Stunden übrigens, Lessons gibt es vier am Tag, weil jeder einzelne hat 75 Minuten. So viel zum Thema, du arbeitest 12 Stunden, in Wirklichkeit sind es 14 oder so, ich habe keine Ahnung. Und dann muss man vorher noch da sein, ins Dev-Meeting. Also eigentlich bin ich 4 Tage die Woche von früh bis spät beschäftigt. Ich komme gar nicht drum rum. So dass ich eigentlich nur noch nach Hause fahren kann, was essen kann. Dann ist man schon müde und fällt ins Bett. Und das Wochenende wird halt vorbereitet. Und wenn nicht vorbereitet wird, wird gearbeitet, weil, wie gesagt, wahrscheinlich im Pub oder so. Gab eine coole Stellenanzeige für arbeite Freitag und Samstag im Supermarkt, Regale füllen und was weiß ich alles. Mache ich sofort. Die Bezahlung ist wahrscheinlich irgendwas um die 7 Pfund, 8 Pfund oder so. Also auch nicht mehr 7, 8, 9 Euro. Was mir egal wäre, weil jeder Cent zählt für mich. Ich bin ja nur darauf angewiesen, ne, meine Summen zu verdienen. Genau genommen habe ich 4 Monate im Voraus zu finanzieren, weil wenn ich wiederkomme, kriege ich kein BAföG, dann bin ich im Sommersemester und habe 4 Monate überhaupt gar kein Einkommen. Wie gesagt, lustig, wenn man mich fragt, welches Einkommen ich habe. Ich habe dann 4 Monate nichts. Ich muss also schon mal im Vorfeld die ersten, naja, 2.500 bis 3.000 Euro auf jeden Fall vorfinanzieren. Sonst kann ich nicht mal mehr meine Miete zahlen. Und dass ich momentan zwei Mieten zahle, nämlich hier und in Deutschland und so weiter, muss ich nicht erwähnen. Krankenversicherung, doppelte Kontoführungsgebühren, weil ich ja, ich brauche mein englisches Konto, damit man hier mein Gehalt überweisen kann. Das gibt es nur auf ein englisches Konto. Internet, ich brauche eine neue Mobilfunkkarte hier für England. Logischerweise, ich muss erreichbar sein. Ist ganz cool, man geht in den Laden, holt das Ding, nur so wie wir es irgendwelche Prepaid-Karten kennen, aber zahlt dafür nicht, weil das macht man erst online, aber da wird meine deutsche Bankkarte nicht akzeptiert. Oh Gott. Jetzt könnte ich irgend so eine O2-Voucher-Karte. Mal gucken, wenn ich die morgen im Dorfladen kriege. Ich habe keine Lust, in die Stadt zu fahren, weil es gibt keine Monatskarten und so für den Bus. Sondern nur so ein Wayfair-Ticket oder was. Da kosten 10 Fahrten dann 1,17,30 oder was, ein Pfund. Also 1,73 Pfund, knapp 2, sind auch plus knapp 2 Euro die Strecke und das ist halt nicht so richtig schön. Deswegen werden wir beide, wir Assistenten, die Studenten, so oft wie möglich natürlich mit den Lehrern hier mitfahren. Aber wenn man natürlich bloß 1, 2 Stunden hat, dann wartet man nicht von 12 Uhr an bis 15 Uhr, 16 Uhr, bis man da mitgenommen wird, sondern fährt dann halt mit dem Bus zurück. Das heißt, ich werde schon ein paar ganze Strecken brauchen. GEZ zahle ich ja auch noch, Rundfunkbeitrag, hatte ich schon mal erwähnt. Oh, ist das. Postweiterleitung muss ich zahlen und, also. Und im Vorfeld musste ich schon Geld ausgeben. Ich brauchte das Notebook hier, hat ja schon 250 gekostet, dass ich verschulde mich mit dieser Strecke bis zum Umfallen. Naja. Was ich sagen wollte, war, dieser Job, Regale einräumen, wäre cool gewesen, aber Arbeitszeit von 3 bis 9 Uhr morgens. Wäre mir ja wurscht, aber habe ich damit das Problem, dass ich dann die Leute im Haus auch wecke. Das finde ich ein bisschen unsympathisch, wenn man der Gast ist. Und B wäre ja das Problem gewesen, dass ich da gar nicht hinkomme, weil das ist in der Stadt und nicht auf dem Dorf. Und jetzt auf dem Dorf im Pub zu arbeiten, wenn die eine Stelle noch offen haben, das wäre ideal. Meine Begeisterung, den ganzen Tag Bier auszuschenken und vielleicht um hingerotzte englische Wurst ist natürlich in Grenzen, aber gut. Also, von meiner Seite war es das. Mehr habe ich hier gar nicht zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute. Schreibt in die Kommentare, was man machen sollte, wie es euch geht. Was ihr euch von diesem Format wünscht, es kommt nur einmal die Woche, öfter kann ich das nie machen, sonst drehe ich durch. Ich habe auch meine Arbeit unter der Woche zu tun und so weiter und so fort. Das ist einfach ein fairer Kompromiss. Und ja, dann gehe ich auf die Kommentare ein und schau mal, werde über Nachrichten sprechen. Informiert euch mal, was aktuell in Spanien los ist, das ist nicht schön. Sie kommt übrigens aus Katalonien, aus der Gegend. Das ist sicher nicht schön, was da abläuft. Und wenn die schon mit Gummigeschoss auf die Bevölkerung schießen, ei, 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 das. Wenn beide, aber wenn selbst die Kontrolleure der spanischen Zivil, der Zentralregierung, Polizei sagen, na, wir mussten da was machen, was wir nicht machen wollten und teilweise das sogar verweigern. Ein Referendum, das wahrscheinlich sowieso abgelehnt worden wäre, mehrheitlich. Eieiei, das ist so. Muss denn unbedingt Blut fließen? Ich habe es auf Twitter schon geschrieben, wir Deutschen kennen uns aus mit geteiltem Land. Das muss nicht sein. Hat keiner was von. Und selbst wenn, macht es friedlich. Gut ist. So, ihr könnt auch Vorschläge machen für Themen, die ich vielleicht noch besprechen soll oder so, aber ich denke, meine nächste Folge wird dann sein. Wie sind die Schüler hier? Wie ist das in Schule? Wie funktioniert das, wenn man die ganze Zeit assistiert? Ich kann euch auch vorneweg sagen, ich werde im Unterricht um assistieren bei den drei oder vier verschiedenen Lehrern. Ich glaube, zwei, drei, vier verschiedene bei mir. Und dann habe ich zwei Schüler, die ich jeweils zweimal die Woche habe. Oder zweimal in 2 Wochen, je nachdem, muss ich mal schauen, vielleicht dreimal in 2 Wochen.
zum Einzelunterricht in der Schulbibliothek quasi, das, weil die sind Klasse 12 und 13, die machen die Deutschprüfung. Und ja, die brauchen Einzelübungen, das wird interessant. Unsere Aufgabe ist es sowieso, die ganze Zeit so viel wie möglich mit den Leuten zu sprechen. Das ist alles, worauf es bei denen ankommt. Ja, insofern werden wir das hinkriegen. Ich muss nur langsamer reden, als ich es hier jetzt tue. Was mich schwerfallen wird. So, ich gehe jetzt nur eine Runde heulen. Ihr macht euch einen schönen Tag und vergesst nicht kommentieren und so. Und ich spare mir den Quatsch mit Bewerten und sowas. Ihr wisst, das ist sowas für mich egal ist. Aber wenn ihr Tipps habt, was man machen sollte oder so, was ich mir unbedingt in England ansehen soll, auch wenn ich da quer durchs Land fahren muss, ich ziehe es zumindest in Erwägung. Geld habe ich dafür nicht, Zeit vielleicht schon eher. Müssen wir mal schauen. Wird auf jeden Fall unterhaltsam und ich halte euch auf dem Laufenden, was kommt. Insofern, danke fürs Reinschalten. Nicht vergessen, immer den Kopf hochnehmen und weiterarbeiten. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch. Bis dahin, gesehen. Out.